Hallo, hier ist wieder Kip Supernova und wir schauen uns den brandneuen ersten Teaser-Trailer zu dem nächsten Pixar-Film, nämlich Elio, der im Jahr 2024 in die Kinos kommt, an und sind gespannt, was uns erwartet. Viel Spaß! Disney wird 100 Jahre alt und das legendäre For Pixar-Logo, centuries, we have die called Erde, out to the die universe, Voyager-Sonde, looking for wahrscheinlich answers. SETI oder In etwas 2024, Vergleichbares wie SETI. the universe Das Voyager-Alien-Signal, also wo wir Aliens schicken, back. aber bring us your leader, bring uns euren Boss. Und dann klingelt natürlich das Handy und Elio ist dran. Can you hear me? Honey, now is a really bad time. Okay. Bye. I love you. Mom hat natürlich wieder mal keine Zeit, aber diesmal ein bisschen berechtigt. Ups. Steht die Zeit still, oder? Oh je, eine Alien-Entführung. Natürlich klischeehaft, aber ein bisschen Klischees müssen ja sein. Und das scheint... Uiuiui, da geht's ja gleich richtig zur Sache. Also Elio... Elio... wird für den Chef der Erde gehalten, so wie es aussieht. Erinnert ein bisschen an den Senat von Star Wars. Ja, oh, das sieht ein bisschen nach Lightyear-Endboss aus. Oh, Elio, man darf nicht lügen. Aber gute Frage, wer ist denn eigentlich der Boss der Erde? Irgendeine Weltregierung haben wir ja nicht. Also es scheint irgendwie alle Chefs von ihren oder Leiter von ihren Planeten zu sein, die hier irgendwie so eine Art... The talk of the Communiverse. Galaktisches Imperium aufbauen oder was das zu bedeuten hat. But in moments of great success, I regret it. That's a thing for your species? Ja, der sieht wie ein Bösewicht aus, aber everyone was shocked. Und ich sehe, Leo hat das, das, was ich das Luca-Lächeln nenne. Ja, interessant. Ich bin wirklich gespannt. Es ist mal eine ganz neue Geschichte, also man sieht am Anfang die Voyager-Sonde, die ein Signal für potenzielle Aliens ja beinhaltet und die wurde anscheinend gefunden. Übrigens interessant, die Voyager-Sonde, die wird irgendwie überall mal gefunden, mal bei Star Trek ist sie gefunden worden, von Klingonen abgeschossen worden, ich meine bei Pixel war das auch der Ausgangspunkt, aber hier bei Elio interessant. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Ich werde wieder öfters jetzt auf Teaser und auf Trailer reagieren. So auch der nächste Pixar-Film, also der jetzt dieses Jahr kommt, nämlich Elemental. Da schauen wir uns dann auch bald noch etwas an. Bis dann, viel Spaß und habt eine schöne Zeit und Kip Supernova over and out.